Es ist seit Tagen in aller Munde und erhitzt nicht nur die Gemüter der Mitarbeiter. Der Haribo-Produktionsstandort in Wilkau-Haslau soll zum Jahresende geschlossen werden. 30 Jahre lang wurden hier 150 Menschen beschäftigt. Nun war angedacht, sie auf andere Produktionsstandorte in den alten Bundesländern zu verteilen. Dagegen gibt es Protest. Um den Standort zu erhalten, waren heute im Rathaus von Wilkau-Haslau gemeinsam mit dem Bürgermeister Vertreter des Betriebsrates, der Gewerkschaft und weitere Repräsentanten zusammengekommen, um eine Lösung zu finden. Schaute man sich heute am Standort in der Haarer Straße in Wilkau-Haslau um, war dort alles wie immer. Fahrzeuge wurden beladen, um die allseits beliebten Gummibärchen auszuliefern, und auch der Laden mit Werksverkauf war gut besucht. Anders derweil die Situation am Wilkauer Rathaus. Auf Transparenten und Bannern forderten Mitarbeiter von Haribo den Erhalt der Produktionsstätte. Herr Pirschmann, es ist mittlerweile in aller Munde Haribo hier. Der Standort in Wilkau-Haslau soll schließen. Sie sind heute hierher gekommen, um sich dagegen zu wehren. Ja, auf jeden Fall. Also wir versuchen alles Mögliche an Öffentlichkeit zu mobilisieren, um das wirklich noch zu verhindern, mit der Gewerkschaft zusammen, und ja, schauen wir mal, was draus wird. Man hat es auch der Presse entnehmen können, es wurden ja auch in der Stadt Stimmen wach, nicht nur in der Stadt hier in Wilkau-Haslau, in Zwickau, der Landrat hat sich gemeldet, die Gewerkschaft ist mit vor Ort. Ist eine Sache, ist ein Traditionsunternehmen, 30 Jahre, wir reden über wie viele Arbeitsplätze, die dort geschaffen wurden? Zwischen 140 und 150. Was wäre denn die Alternative für die Menschen, die derzeit dort beschäftigt sind? Also laut Haribo in den Westen zu gehen, aber das ist keine Option, für keinen hier. Seit wann hat man Sie mit eingebunden oder in diese Entscheidung eingebunden, was hier passieren soll? Das ging doch holter die Polter irgendwie, ne? Also letzte Woche Freitag wurde die Belegschaft informiert und eine Woche vorher der Betriebsrat. Und da musste dann eine Woche Stillschweigen bewahren. Und Schließung ist angedacht für den 31.12. Also Produktion, also es wird dann nicht mehr produziert, ja. Was sind denn eigentlich die Hintergründe, den Produktionsstandort zu schließen? Also eigentlich ist nur die logistische Sache, weil das Hauptzentrallager im Westen ist, in Grafschaft. Und der Maschinenpark angeblich veraltet, aber das kann ich jetzt nicht so unterstreichen. Und dann haben wir natürlich noch diesen Werksverkauf, der ja gerade den Wilkauern und vielen Gästen hier ans Herz gewachsen ist. Ja, genau. Und da ist ja auch erst vor 2 Jahren neu gemacht worden. Herr Feustel, gestern waren wir ja am 11.11. hier und man hat es Ihnen da schon angemerkt, wo Ihnen der Schuh drückt, und nicht nur Ihnen drückt der Schuh. Haribo, der Standort hier soll geschlossen werden. Wie sieht es denn heute aus nach der Zusammenkunft? Also wir haben heute hier gemeinsam mit den Vertretern des Betriebsrates, der Gewerkschaft, der Kommunalpolitik, der Landespolitik, der Bundespolitik und zugeschaltet war der Ministerpräsident, gemeinsam einen Plan entworfen, wie wir hier weiter vorgehen. Es wird also versucht, mit der Eigentümerfamilie Kontakt aufzunehmen. Unser oberstes Ziel ist es, diesen Standort hier in vollem Umfang in Wilkau-Haslau zu erhalten. Das ist das, was wir gemeinsam jetzt angehen werden, und dafür kämpfen wir gemeinsam. Also ist jetzt nicht abzusehen, dass verbindlich am 31.12. das Werk geschlossen wird? Nach Aussage des Unternehmens ja. Da gab es bisher also noch leider noch keine positive Reaktion. Aber wir werden an diesem Thema dranbleiben, unverändert, werden Druck aufbauen gemeinsam, dass der Traditionsstandort hier in Wilkau-Haslau bleibt, dass die Arbeitsplätze hier erhalten bleiben. Und dort wird es weitere Gespräche in den nächsten Tagen geben mit der Geschäftsführung und hoffentlich auch mit der Eigentümerfamilie. Auch die Bürgermeisterin von Kirchberg hier mit vor Ort, Frau Obst. Auch in Kirchberg gibt es viele Arbeitnehmer, die bei Haribo beschäftigt sind. Natürlich, wir haben viele Einwohner, die tagtäglich nach Wilkau-Haslau pendeln, um hier ihr Lohn und Brot zu verdienen. Es hat mich schon sehr betroffen gemacht, diese Nachricht, dass Haribo in so kurzer Zeit geschlossen werden soll. Aber auch als kommunale Familie müssen wir einfach zusammenstehen, müssen zusammenkämpfen, dass das nicht Schule macht, weil das ist wirklich ein Problem, was ich auch sehe. Die verlängerte Werkbank im Osten. Viele Unternehmen, die hier produzieren, Gewinne in die alten Bundesländer bringen. Und wenn das so nahtlos und kampflos durchgeht, glaube ich, dass vielleicht der eine oder andere Unternehmer dann in gleiche Entscheidungsdiskussionen einsteigt. Und das müssen wir einfach verhindern. Wir brauchen Unternehmen hier im Osten, auch im Landkreis Zwickau. Wir brauchen die starke Wirtschaftskraft. Und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben ja bewiesen, dass sie das können. Sabine Zimmermann, Sie hatten sich im Vorfeld schon stark gemacht, auf jeden Fall diesen Standort hier zu erhalten. Ich finde, es ist eine absolute Sauerei, was hier abgeht, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 6 Wochen vor Jahresende den Schließungsbeschluss auf den Tisch kriegen. Ich finde, das betrifft so viele Familien hier, und das gerade vor Weihnachten. Es ist wirklich also ein Beschluss, der
in keinster Weise irgendwo menschlich ist, sondern hier wirklich nur aus gewinnorientierten Sachen. Es ist so, dass hier in diesem Betrieb 2 Millionen Euro Gewinn gemacht worden sind im Jahre 2018. Die Kolleginnen und Kollegen verdienen im Durchschnitt 2000 Euro. Das ist also sehr wenig Geld. Die haben hier die ganzen Jahre gearbeitet für wenig Geld und haben ganz viel Gewinn erwirtschaftet. Und jetzt dürfen sie gehen. Und das ist die große Sauerei an dieser Geschichte. Wir sehen aber heute sind ganz viele gekommen, auch Bürgermeister benachbarter Orte. Es gibt so diesen Solidaritätsgedanken. Ja, das ist auch ganz wichtig, dass wir hier den öffentlichen Druck erzeugen. Und wir sind heute viele für ein Bündnis zum Erhalt der Arbeitsplätze bei Haribo, weil es ein wichtiges Unternehmen für unsere Region ist. Und es zeigt auch wieder ganz deutlich, dass wieder mal der Osten hier ausblutet, dass wir nur verlängerte Werkbänke sind, dass wir für wenig Geld hier im Osten arbeiten dürfen und im Endeffekt der Gewinn im Westen gemacht wird. Das muss sich endlich ändern. Dass diese Sache gelingen wird, wovon alle ausgehen oder gelingen kann, das hängt natürlich entscheidend vom DGB ab. Das hängt davon ab, dass über alle parteipolitischen Grenzen, über alle Branchen, auch nicht nur Nahrungsgüterwirtschaft, gesagt wird, dass im 100-jährigen Jubiläum von Haribo, 30 Jahre nach Vollendung der Einheit, sozusagen sowas nicht mehr geduldet wird. Weil letztlich hier wurden sehr große Gewinne gemacht, und zwar über Jahre. Hier wurden Investitionen betrieben, hier wurden natürlich auch mit der Zukunft der Leute sozusagen Gewinne gemacht, und da können wir uns das jetzt nicht mehr bieten lassen, das zu machen. Was werden Sie konkret jetzt anstreben? Ja, die Nummer eins ist die, dass die Eigentümerfamilie sich jetzt endlich dem Dialog stellen muss. Die sind nämlich abgetaucht bisher. Dann werden wir sicherlich darüber reden müssen, wie Perspektiven hier sind. Die Stadt hat offensichtlich, sowohl was Räume angeht und auch andere Dinge, schon länger ins Gespräch kommen wollen. Und die müssen jetzt endlich das Gespräch führen. Die Art und Weise, kurz vor Weihnachten, dann noch unter den Pandemiebedingungen, einfach mal kurz so ein Werk zu schließen, das ist natürlich absolut unmöglich. Das ist für die Region unmöglich, nicht nur für die Haribo-Beschäftigten, aber für die natürlich als allererstes. Auch seitens des Landratsamtes hat man sich heute hier versammelt. Herr Michaelis, es ist eine Sauerei, wenn man so sagen darf, was hier in Wilka passieren soll. Ja, das Wort, das hat man heute leider schon oft gehört. Wir wurden mit eingeladen, selbstverständlich sind wir hier mit vertreten. Ich habe ja im Landkreis auch die Wirtschaftsförderung mit zu vertreten. Uns hat das genauso kalt erwischt wie die Mitarbeiter und auch die Stadtverwaltung hier, den Bürgermeister Fäusel selbst. Es war jetzt eine sehr konstruktive Beratung. Da hat man gemerkt, dass wir alle solidarisch zusammenstehen. Der Ministerpräsident hat sich telefonisch auch hinzugeschaltet. Ja, man muss natürlich auch über alle Varianten nachdenken, auch bis hin vielleicht, dass die Mitarbeiter sogar selbst, gibt es ja Möglichkeiten und gute Beispiele in unserem Land, um das Werk zu retten, am Ende Unternehmen. Aber im Vordergrund steht jetzt erstmal die Konzernleitung von Haribo, auch die Eigentümerfamilie an die ranzukommen, umzustimmen, auch mit den Gesprächspartnern nochmal intensiv in Kontakt zu treten, weil ich glaube, mit dem Widerstand ist jetzt nicht gerechnet worden. Man hat das sicherlich generalstabsmäßig geplant, und das ist das Unterirdische, so 6 bis 8 Wochen vor Jahresende, vor Weihnachten, in diesen Corona-Pandemie-Zeiten, ne, wo vielleicht viele an alles andere denken, hier mit so einer Nachricht zu kommen, ein Unternehmen kaputt und tot zu machen, es aus dem Osten zu entfernen. Ne, das gibt es ja leider einige Beispiele, um dann im Prinzip hier das schnell abwickeln zu können, so ein bisschen unbemerkt. Aber ich denke, da haben sie die Rechnung nicht mit dem Wort gemacht. Und die Leute stehen ja dahinter. Man sieht es auch im Netz, gibt es eine Petition, wo sich ganz, ganz viele daran beteiligen. Genau. Online-Petition oder eben, Herr Bürgermeister hat gerade informiert, in vielen Geschäften liegen auch Unterschriftenlisten aus für die ältere Bevölkerung, die jetzt online vielleicht nicht so unterwegs ist. Ja. Also ganz große Solidarität, parteiübergreifend hier alle mit am Tisch gewesen heute. Und ich denke, man soll die Hoffnung jetzt noch nicht aufgeben. Natürlich auch der Bundestagsabgeordnete Carsten Körber mit vor Ort. Auch Sie beschäftigt diese Sache und Sie sind heute ad hoc hierher gekommen. Ja, genau. Es war zum Glück möglich, so kurzfristig den Termin wahrzunehmen. Ich finde es zum einen beeindruckend, wie schnell sich hier in der Region wirklich eine breite Front formiert hat. Von der Kommunalpolitik über die Landespolitik in die Bundespolitik, die sächsische Staatsregierung, sogar die Bundesregierung hat hier schon erste Aktivitäten entfaltet. Und es ist ein tolles Signal an die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, an die 150 Beschäftigten hier in Wilkau-Haslau, dass sie nicht allein stehen. Und wir haben heute in der Besprechung im Rathaus erste Dinge besprochen und die nächsten Schritte sind jetzt klar, wie wir vorgehen wollen. Was könnten Sie als Person oder durch Ihr Amt, was könnten Sie da noch bewirken, ganz konkret? Also zunächst mal ist es so, dass ich heute oder morgen, das ist noch in Abstimmung mit der Geschäftsführung, einen Termin habe.
und mir dort nochmal substanziell erläutern lassen möchte, was denn die Gründe sind. Denn bis heute hat noch keiner von der Geschäftsführung Gründe für die Schließung nennen können. Und dann muss man sehen, was der Bund gegebenenfalls tun kann, ob man sich irgendwo einigen kann. Das muss das Oberziel sein, dieses rentable Werk weiter betreiben zu können. Und Haribo ist der größte Gewerbesteuerzahler für die Stadt Wilkau-Haslau. Und wer in Größenordnungen Gewerbesteuer zahlen kann, der muss im Vorfeld ja irgendwann mal Gewinn gemacht haben. Und deshalb passt es nicht, dass man hier aus Rentabilitätsgründen das Werk schließen müsste. Dann bleibt abzuwarten, wo die Reise des Traditionsstandortes von Haribo hier in Wilkau-Haslau hingeht. Wir werden Sie informieren.